Ja, Leute, wunderschönen Tag auch. Und da sind wir wieder mit Wessel. Hat wieder ein bisschen gedauert von der letzten Folge. Wie gesagt, für alle, die sich das per VOD angucken, die werden das nicht bemerkt haben. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht hier über diese Maschine, wo ich beim letzten Mal noch nicht genau wusste, was sie hier machen soll. Aber mittlerweile habe ich es rausgefunden. Also man kann hier wirklich mehr oder weniger das Upgrade einstellen, was man gerne hätte. Und das hier ist einfach eine breite Düse. Und ich glaube, die würde auch funktionieren. Da seht ihr auch hier oben, das blinkt dann direkt. Dieser Slot, da können wir dann quasi unser Protoplasma reinpumpen. Da muss ich gerade mal schauen, wie das ging. Genau. Und ihr seht, da brauche ich gar nicht alles reinpumpen. Da kann ich mir sogar noch ein bisschen aufheben. Und jetzt muss ich da oben nur irgendwie das Rad drehen. Beziehungsweise hier. Und dann wird das Ganze hier, ihr seht das hier in dieser Druckkammer oder wie man jetzt nochmal sagen soll, hergestellt. Und jetzt scheint es fertig zu sein. Jetzt ist die Frage, wie ich da hinkomme. Ach, hier ist ja eine Leiter. Gut, dann ist es natürlich entsprechend einfach. So, einmal drücken. Und wie wir das kennen hier, die Upgrades sind immer in Blasen eingehüllt. Ja, und jetzt haben wir es, glaube ich, bekommen. Neue Düse erhalten. Ich drücke mal hier Tabulator. Und da seht ihr jetzt, ich kann... Na, jetzt geht noch gar nichts. Ja, ihr seht also jetzt hier, das ist die neue Düse. Das ist quasi so eine Breitdüse, während die andere eher hier so einen Wasserstrahl macht. Macht die neue halt, ich sag mal, so einen Riesenkegel. Jetzt die Frage, ob wir vielleicht noch was upgraden können. Ihr seht jetzt auch, das scheint wohl hier jetzt viermal Protoplasma zu kosten, dieses Upgrade. Und wir haben ungefähr noch eine Ladung. Schauen wir einfach mal, ob es irgendwas gibt, was vielleicht nur eine Ladung kostet. Ne, das sieht auch nicht so aus. Drei. Auch drei. Ne, ich glaube, das war's. Also machen wir uns einfach mal hier weiter. Und schauen wir, ob wir überhaupt nochmal rauskommen. Das Protoplasma habe ich wieder mitgenommen. Ah ja, okay, das sieht doch wieder mal nach einer starken Maschine aus hier. Oh, das könnte vielleicht funktionieren, indem ich mir einfach hier wieder Fluoros erstelle. Machen wir mal hier einen. Ablegen und dann... Jetzt kann man den jetzt ein bisschen ansprühen. Na komm. Und der drückt hier drauf. Okay, nehmen wir gleich nochmal den nächsten. Der muss natürlich dann hier unten drauf drücken. Macht er auch. Okay. Vielleicht noch einen hier. Ist echt immer eine Frage, wie viel Wasser man denen hier geben muss, dass die dann funktionieren. So, mein Problem ist jetzt aber, ich bin hier erstmal dran vorbeigekommen. Ich habe kein Wasser mehr. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, ja, passiert halt nicht viel. Was ist denn das für ein Knopf eigentlich? Ah, kriege ich neues Wasser. Okay. Das könnte zum Vorteil sein. Dann machen wir einfach hier unten nochmal ein Fluoro. Und dann haben wir quasi vier Fluoros, die sich hier auf die Knöpfe stellen. Aber irgendwie bringt uns das noch nicht weiter. Was haben wir denn eigentlich hier? Reparatur der Fabrik. Okay. Ich habe Berichte aus einer Fabrik erhalten, dass ihre Fluoros nicht richtig funktionieren. Sie bedienen die Ausstattung unkontrolliert, vermischen sich mit gefährlichen Flüssigkeiten, erzwingen die Evakuierung der Anlage. Es gibt sogar Berichte über komplett neue Formen von Fluoros. Das ist natürlich absurd. Es gibt nur eine Art von Fluoros, die meiner ursprünglichen Erfindung. Als Erfinder dieser Maschine muss ich mich zu der Fabrik begeben und sie wieder betriebsfähig machen. Okay. Heißt das jetzt, dass das hier die Fabrik ist oder muss ich jetzt rausgehen? Muss ich gerade nochmal schauen. Hier übrigens auch... Sehr schön, hier eine Formel für die Laufzeit soll das wohl sein. Und hier ein Riesenrad, hätte ich jetzt fast gesagt. Also eine Riesenmaschine. Was können wir hier machen? Hier können wir aufmachen. Und da Wasser rein bringt aber nichts. Was ist denn ganz oben? Okay, das sieht mir fast hier so ein bisschen wie vielleicht das Finale des Spiels aus. Vielleicht muss man hier irgendwas machen. Oh, Cutscene. Ich kann nichts machen. Die Tafel. Oh je. Ich meine, ich bin zwar Naturwissenschaftler hier, aber das muss man erstmal
Verstehen, aber wir haben ja auch gleich noch einen Protokolleintrag dazu bekommen. Fertigstellung des Beschleunigers. Meine nächste Erfindung, aber mir fehlt das Material zur Fertigstellung. Ich muss es außerhalb meines Labors finden. Beim Fluor habe ich die Macht der Flüssigkeit in eine Form konzentriert, die der Menschheit dienen sollte. Dennoch sind sie klar beschränkt. Mit dem Beschleuniger werde ich diese Einschränkung überwinden und den Fluoreffekt um ein Vielfaches multiplizieren können. Welche Menge Fluores auch besitzen, diese Maschine wird sie überwinden und die Lücke zwischen Fluorus und Lebewesen schließen. Es wird meine größte Erfindung sein und die Lösung für alle Probleme dieser modernen Welt. Okay, also hier müssen wohl Teile angesetzt werden. Vielleicht sind das ja auch Teile, die wir uns hier quasi freispielen müssen mit dem Protoplasma. Ich habe keine Ahnung. Dann war die Idee hier unten mit den Fluorus vielleicht ein bisschen voreilig, aber können wir vielleicht noch gebrauchen. Ich lasse die einfach mal stehen und überspring die. So, das ist glaube ich nicht so gut. Habt ihr jetzt gesehen, die eine Düse hat jetzt auch hier nichts gebracht, aber ich werde meinen Wasservorrat nochmal aufladen hier. Hier direkt am Wasserhahn einmal aufladen, okay. Also, dann gehen wir wieder mal raus und Fabrik betreten, eh. Okay, das ging schnell. Also das scheint nicht die Fabrik gewesen zu sein, wo wir waren. Kaputte Maschinen. Kaputte Maschinen. Der erste Punkt auf der Tagesordnung hier ist, so viele Öfen wie möglich zu finden und zu reparieren, da sie durch nicht richtig funktionierende Fluorus beschädigt wurden. Ich kann zu gefundenen Maschinen, die ich nicht sofort reparieren will, leicht zurückkehren, indem ich meine Plankarte nutze. Meine Plankarte? Okay. Wusste ich gar nicht, dass ich eine habe. Also sobald alle Maschinen wieder funktionieren, kann ich Zugriff auf den Fabrikkern im Obergeschoss erlangen, wo sich die Problemquelle befinden soll. Es ist nicht möglich zu sagen, was mich dort erwarten wird. Okay, dann haben wir noch eine Zeichnung auf der rechten Seite. Also, was auch immer da rauskommt, das muss quasi in den, ja, ich sag mal, Ofen rein. Ach, und wahrscheinlich blockiert der Fluor, der oben drauf steht, blockiert die Maschine. Müssen wir den wohl wirklich irgendwie zerstören? Naja gut, schauen wir mal. Oh, was ist das denn? Es ist hier so Lava, glaube ich. Aber die können wir löschen mit dem Wasser. Dann springen wir einfach drüber, solange es noch geht. Oh. Uiuiui. Hier ist wohl ein bisschen Timing gefragt. Weiß auch nicht, was passiert, wenn wir hier drauf gehen. Beziehungsweise wenn wir zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Boah. Das war, glaube ich, wieder mehr Glück eben. Hier auch schnell, hier schnell durch, hier hoch. Also ganz egal, hier die Fabrik ist auf jeden Fall wirklich ganz schön außer Kontrolle. Kann ich bestätigen. Oh, und da haben wir ein bisschen Lava abbekommen. Hat uns aber irgendwie gar nichts ausgemacht. Okay, hier kriegen wir Wasser und hier ist ein Laufband. Ah, okay, ich glaube, ich lösche mir hier eine Stelle raus und ja, funktioniert. Ja, oh, man kriegt definitiv Schaden, wenn man die Lava reinläuft. Gut, dass ich mir hier meinen Wasserteppich quasi hingelegt habe. Und rüber. Oh, nee, oder? Noch mehr Lava. Und hier kriegen wir auch wieder direkt Wasser. Okay, ich nehme mal die etwas grobe Düse hier. Okay, hat funktioniert. Machen wir das gleich nochmal hier. Oh, und da hat es mich erwischt. Okay, da muss man doch vorsichtig sein. Die Lava killt einen relativ schnell. Und ich darf natürlich wieder von unten anfangen. Ich finde hier, der erste ist noch nicht so schwierig, weil da können wir halt auch besser zielen. Wobei, ich lasse jetzt auch mal die kleine Düse dran und werde hier oben mal... Okay, hier ist... Oh, schon wieder gestorben. Okay, es verlangt also nach einer anderen Taktik. Habt ihr auch gesehen, ich springe am Anfang direkt in die Lava rein. Okay, da werden wir mal... Ich glaube, ich nehme mal die andere Düse. Gibt's doch gar nicht hier. Jetzt komme ich hier echt nicht weiter. Ich denke, ich muss einen Wasserteppich machen und dann einfach den benutzen. Oder beziehungsweise die Lava einfach halt
so viel besprühen, dass da nicht mehr so viel ist. Also ich versuch's nochmal jetzt hier. Schön ist, dass hier auch Dampf entsteht. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. So, jetzt habe ich da eine komplette Ladung aufgesprüht und stehe jetzt hier auch in meinem Wasser drin. Und das kann ich jetzt auch langsam rüberschaufeln. Okay, geschafft. Hoffentlich muss ich jetzt nicht wieder von vorne anfangen, wenn ich das nicht schaffen sollte hier. Das gleiche werde ich hier oben jetzt auch nochmal machen. Ja, ihr seht, wie sich da auch die Lava so langsam abträgt, wenn ich das hier drauf sprühe. Wobei halt richtig... komplett richtig abtragen. So. Aber ja, man konnte das Wasser so ein bisschen nach vorne schieben und ich saug natürlich alles wieder ein. So, gut, gut, dass die Lava nicht mit eingesaugt wird. Ja, ich sag mal, das erste, ja, nicht schwere Rätsel, aber da musste man halt ein bisschen Grips beweisen. Okay, hier kann man sich nochmal Wasser holen. Nehme ich natürlich wieder gerne mit. Werden wir gleich brauchen. So, jetzt habe ich hier gar nicht geschaut. Oh. Hier ein Laufband übrigens, also ich muss hier mitlaufen. Oh. Da ist ein Knopf. Oh. Okay, was passiert denn da? Also hier wird Lava aufgeladen. Okay, und wenn ich das ganze Wasser jetzt da drauf mache, dann kann ich da offensichtlich drauf stehen. Oh. Oh. Was war das denn? Eine Presse. Och. Oh, schnell die Füße brennen mir ab, wollte ich sagen, ja. Okay, also ist wirklich tricky hier. Okay, ich darf Gott sei Dank von hier anfangen. Dann machen wir nochmal das gleiche Spiel. Ja. Hier ist relativ wenig Lager drauf. Okay, man kann wirklich draufspringen. Ich habe mich eben nur zu blöd angestellt. Oder ich springe einfach nur hoch. Müsste auch gehen. Ja. Sogar fast besser. So, und was ist denn... Wow! Was? Ich glaube, das ist auch nichts Gutes hier. Dieser spitze Schuh oder was das da sein soll. Ja, ich glaube, von dem lassen wir uns lieber nicht aufspießen. Müssen wir uns auch hier timen, dass man da nicht erwischt wird. Okay. Und hier ein Katapult offenbar. Oh. Wow. Das war wieder mehr als heiß. Nochmal eine Runde Wasser hier. Ja. Oh. Nein, wir waren doch oben. Also werde ich jetzt einfach hier das... Da kommt nicht viel Lava. Okay. Schnell hochschießen. Und hoch hier. Jetzt eigentlich keine Rätsel im klassischen Sinne, eher so Jump'n'Run-Einlagen. Okay, hier können wir wieder den Wasservorrat quasi füllen. Boah, was soll das denn jetzt hier? Ich meine, da hinten ist ein Knopf, ist klar. Ich könnte natürlich mal... Ich glaube, selber rein da unten kann ich nicht. Ich versuche das gerade mal. Nee, ich glaube, das geht beim besten Willen nicht. Werde ich sofort gebraten. Ich könnte natürlich mal... Oh, ich habe schon eine Idee. Ich werde da mal einen Fluro runterschicken. Wobei der ja wahrscheinlich auch kaputt geht. Aber wir können ja mal einen hier... Oh. Der Fluro zieht auch die... Oh, und der ist kaputt gegangen. Aber der Fluro hat hier die Lava angezogen. Ich glaube, da werde ich mal was anderes ausprobieren. Ja, und seht mal hier, es gibt wirklich Lava-Fluros. Okay, und die haben auch die Eigenschaft, gerne Schalter zu drücken. Ah, das ist aber praktisch. Okay, dann können die bestimmt auch irgendwelche anderen Sachen hier als die typischen Wasserfluros. So. Hier kriegt man wieder Wasser. Was ist das hier?
Okay, das ist hier so ein... Da schießt sie den Feuerball ab. Wow. Ah, ich verstehe. Fluoro. Und dann einfach hier unten durch. Ah. Okay, das hat wohl dann doch hier was mit dem Feuerball da zu tun. Ich versuche den jetzt mal zu drücken und dann schnell hier runter. Okay, der ist zu hoch. Aber wir haben hier oben noch ein Instrument, das habe ich noch gar nicht gesehen. Vielleicht kann man hier... Ah ja. Dann machen wir das doch mal hier. Vielleicht hier hin. Jetzt müssen wir nur schnell sein. Also hier ziehen. Sofort weg und... Oh. War immer noch zu hoch. Dann stellen wir das halt noch ein Stück runter. Okay, so. Und hier schnell ziehen. Schnell durchlaufen. Och, immer noch nicht. Oh, und die Zeit. Ich sehe, ich bin hier schon ein bisschen drüber. Also, das machen wir noch schnell. Nein, noch weiter runter. Okay, ich nehme an, das wird jetzt zu tief sein. Wir laufen trotzdem mal. Geht auch schon wieder nicht. Das will ich noch lösen auf jeden Fall. Ich glaube, war das jetzt zu tief oder eher zu hoch? Ich mache nochmal ein kleines Stück höher. Okay, jetzt ist es eigentlich genau auf der Ebene hier. Okay, schnell ziehen, schnell durchlaufen. Oh ja. Und das hat wunderbar funktioniert. Wow, und das scheint hier wohl die erste Maschine zu sein. Ach komm, die nehme ich auch noch mit. Mal schauen, wie das funktioniert. Ah ja. Und der wollte hier sich auch wieder draufstellen. Ah, okay, genau. Hier, das war auch diese Zeichen, die wir gesehen haben. Okay, die erste Maschine läuft wieder hier. Es wird mit dem grünen Status angezeigt. Ich denke mal, das machen wir mit den anderen sieben dann auch noch. Ich muss mal gucken, wo ich dann die Übersichtskarte finde. Da stand hier irgendwas, dass man hier so eine Übersichtskarte benutzen kann. So viel erstmal, so weit, so viel, wollte ich sagen. Von Wessel bis zum nächsten Mal bei den nächsten Maschinen dann. Ciao, ciao.